Zusammen und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer kleinen Videoserie. Im letzten Teil, also Teil 2, haben wir die Aktion Telex erstellt und wir haben die Aktion Steuerung im Block PW1 eingegeben, um diese Aktion aufzurufen. Des Weiteren haben wir noch ein Skript erstellt, und zwar den Skript Telex XML. Dieser Skript erhält die Aufrufe und die Bedingungen, um den Waggon von der Lok abzukuppeln. Was kommt als nächstes? Wir werden also in diesem dritten Teil einen weiteren Fahrplan anlegen, und zwar den Fahrplan FP02. Und wir werden eine Aktion anlegen, die Aktion Lokwechsel mit der zugehörigen Aktion Steuerung. Und wir werden dann noch ein Skript erstellen, den wir logwechsel.xml nennen. Hier sehen wir jetzt den letzten Stand unseres Ablaufs. Die V60 hat über den Fahrplan FP01 nun den Lokschuppen 1 erreicht und dabei den Waggon im Gleis PW1 abgekuppelt. Als nächstes müssen wir nun dafür sorgen, dass die Lok Baureihe 80 aus dem Lokschuppen 2 zum Gleis PW1 fährt, dort den Waggon ankuppelt und dann über einen Fahrplan in den Schattenbahnhof fährt, und zwar in das Gleis SBH6. Das ist dieses hier. Die einfachste Möglichkeit wäre jetzt natürlich, einen Fahrplan zu erstellen, der vom Lokschuppen 2 nach PW1, dort könnten wir einen Fahrtrichtungswechsel machen und dann weiter über den Block B10 und so weiter dann in den Schattenbahnhof einfahren könnten. Aber da haben wir ein kleines Problem, denn erstens steht in dem Block PW1, wir können es also hier auch nochmal sehen, er zeigt es uns auch hier an, mit dieser Raute, dass dort ein Waggon steht. Und dieser Waggon steht auch noch auf einem Kontaktgleis, und das sehen wir hieran, dass dieser eingeschaltet ist und leuchtet. Das heißt, eine Lok mit einem Fahrplan hier reinfahren zu lassen, wird nicht funktionieren, weil Rockrell natürlich zu Recht sagt, dieser Block ist besetzt und da kann ich nicht reinfahren. Also müssen wir hier eine andere Möglichkeit finden, dass die Lok aus dem Lokschuppen 2 jetzt in den Lok PW1 einfährt, obwohl dieser ja besetzt ist. Und das lösen wir auch diesmal über ein Skript. Wir werden also jetzt Folgendes machen, dass die Lok V60, die hier in den Lokschuppen einfährt, dann, wenn sie eingefahren ist, eine Aktion startet, und diese Aktion startet diesen Skript, der die Lok aus dem Lokschuppen 2 in Richtung PW1 fahren lässt. Schauen wir uns jetzt noch einmal die Übersicht an. Wir werden jetzt als erstes die Aktion Lokwechsel erstellen und anschließend die Aktionssteuerung. Das heißt, wir werden diese Aktion aus dem Block LKS1 aufrufen. Erstellen wir also jetzt die Aktion Lokwechsel. Wir gehen dazu in das Menü und wählen Tabellen, dann Aktionen und gehen dann auf Neu. Das kennen wir schon, es wird also jetzt eine Aktion mit dem Namen New angelegt. Wir überschreiben den Namen jetzt mit Lokwechsel. Das ist also jetzt der Name unserer Aktion und drücken hier auf Übernehmen. So, wir wählen jetzt die Aktion an und gehen auf Definition.
und wählen hier wieder Programm, externes Programm starten. Dann die Kennung brauchen wir nicht, Subkennung auch nicht. Der Befehl soll heißen logwechsel.xml. Das kennen wir schon. Das ist nämlich dann unser Skript, der mit dieser Aktion gestartet wird. Und das ist auch schon alles, was wir hier eingeben müssen. Und drücken auf OK und haben das Menü wieder verlassen. Als nächstes wollen wir jetzt die Aktionssteuerung anlegen. Wir wollen die gerade angelegte Aktion aus dem Block Logschuppen 1, also LKS 1, aufrufen. Wir gehen daher auf den Block, drücken die rechte Maustaste und wählen aus dem Kontextmenü Eigenschaften. Hier sind wir gleich in dem Reiter Allgemein und wir drücken hier auf Aktionen. Das heißt jetzt nicht, dass wir eine Aktion anlegen, sondern das heißt eigentlich, dass hier aus diesem Logschuppen einfach eine Aktion aufgerufen wird. Gehen wir also hier auf Aktionen und geben als Kennung die Aktion Logwechsel ein. Das heißt, die soll aufgerufen werden und zwar, wenn der Block den Status Occupied hat. Das heißt, die Log ist eingefahren und steht. Das Ganze werden wir dann mit Hinzufügen beenden. Und als Bedingungen geben wir hier auch wieder ein, dass unser Ausgang Logwechsel, das ist der hier oben, den wir ganz zu Anfang angelegt haben, den Status On hat. Das heißt also, die Aktion wird nur ausgelöst, wenn also auch der Logwechsel gestartet ist und läuft. Und hinzufügen. So, dann gehen wir nochmal übernehmen und okay. So, damit hätten wir also die Aktionssteuerung angelegt. Das heißt, unsere Aktion Logwechsel wird aus dem Block LKS 1 aufgerufen. Übernehmen und okay. Als nächstes erstellen wir den Fahrplan FB02. Dieser lässt den Zug von PB1 über den Block B10, B11, B12, B15, B03 in das Gleis SBH6 einfahren. Wir legen jetzt den Fahrplan an und gehen auf Tabellen, Fahrpläne und auf Neu. Wir gehen jetzt auf Ziele und geben erstmal die richtige Kennung, also den Namen ein unseres Fahrplans. FP-02. Wie gesagt, das sind alles Namen, die ihr auch ganz anders nennen könnt. So, auch dieser Fahrplan soll zur Gruppe Lokwechsel gehören. Nehmen wir das auch noch ein. Und drücken hier auf Übernehmen. Das ist wichtig, weil wenn wir jetzt hier etwas eingeben, dann vergisst er das wieder, was da eingegeben worden ist. Also hier erstmal auf Übernehmen gehen. Und wir können also jetzt unseren Fahrplan eingeben. Wir starten, also unser Startblock ist der Block PB1 und hinzufügen. Das Ganze jetzt im Zeitraffer. So, damit sind wir also im Zielblock angelangt. Das ist also der SBH6. Und ja, das ist schon alles. Mehr brauchen wir auch hier nicht machen. Wir gehen auf Übernehmen und auf OK. So, damit haben wir den Fahrplan angelegt. Und ja, was ich nochmal dazu sagen wollte, natürlich hat keiner von euch diesen Gleisplan. Und deshalb sind natürlich die Fahrwege bei euch ganz anders. Die Blöcke und die Namen der Lokomotiven, die sind natürlich ganz anders. Ihr müsst das einfach dann anpassen und eure Blöcke auswählen. Hier geht es ja auch nur darum, wie man eine Aktion, wie man ein Skript anlegt, wie man einen Fahrplan erstellt. Das geht natürlich bei euch genauso. Ihr habt dann halt nur andere
Blöcke und Namen, die ihr verwenden müsst. Bevor wir jetzt unser Skript Logwechsel erstellen, müssen wir noch eine Variable erstellen, die wir nachher in diesem Skript benötigen. Gehen wir dazu auf Tabellen und auf Variable und Neu. Wir gehen dann auf den Reiter Allgemein und geben der Variable einen Namen. ID Log nennen wir die jetzt. Und dann gehen wir auf OK. Und das war's schon. Damit haben wir unsere Variable angelegt. So, was uns jetzt noch fehlt, das ist der Skript Logwechsel. Das ist ja das, was die Aktion aufrufen soll, also diesen Skript. Und das wird jetzt ziemlich spannend, weil der doch etwas umfangreicher ist. Also auch eigentlich das Kernstück der ganzen, ja, des ganzen Ablaufes, den wir hier erstellen. Also legen wir dann mal los. Als wir unsere Aktion Logwechsel angelegt haben, haben wir ja hier in den Definitionen unter Befehl den Dateinamen unseres Skripts angegeben. Dieser Dateiname existiert ja noch nicht. Wir können das mal hier sehen, wenn wir in den Ordner reingehen, dann sehen wir, dass da erst ein Skript aus dem Video davor enthalten ist. Orgrail erstellt diese Datei erst dann, wenn wir hier auf Edit drücken. Das machen wir jetzt mal. Und jetzt sehen wir, dass diese Datei angelegt wurde mit dem üblichen Gerüst, welches jeder Skript enthält. So, speichern wir das jetzt mal ab und wenn wir jetzt nochmal hier reinschauen in den Ordner, dann sehen wir, dass also diese Datei angelegt wurde. Ich werde aber jetzt nicht diesen Skript live hier programmieren, sondern der ist schon im Vorfeld fertiggestellt worden und ich werde den jetzt mal in dieses Verzeichnis kopieren und dann schauen wir uns den dann im Editor an. So, wir sehen jetzt hier, was in dem Skript bisher programmiert wurde. Das Skript wird später noch erweitert im Verlaufe der Serie. Wir sehen also, dass dieser Skript diesmal aus zwei Funktionen besteht. Einmal die Funktion 1, die Log von Logschuppen 2 in Richtung PW1 fahren lässt. Dann wird hier die Funktion 2, die Log dann mit dem Fahrplan, den wir erstellt haben, also FB02, dann Richtung zum Ziel Block SBH6 fahren lässt. Und hier sehen wir den Teil, wo der Skript gestartet wird. Hier sehen wir als erstes unsere Variable, die wir angelegt haben. In RockRail sind ja alle Objekte mit Abkürzungen versehen und Variablen erkennt man also an der Abkürzung VR, so wie man Lokomotive mit LC abgekürzt wird und Funktion einer Lokomotive mit FN und so weiter. Das ist wieder unsere interne Variable LogID, in dem ja der Name der Log übergeben wird, der sich in dem Block befindet, von wo aus dieser Skript aufgerufen wird. Nehmen wir uns dazu mal einen Ausschnitt unseres Gleisplans mit dazu. Hier sehen wir also den Stand im Moment und wir sehen ja hier, die Aktion wird aus dem Block LKS1 aufgerufen und da steht ja die V60 drin. Also folglich bekommen wir hier den Namen dieser Lok mitgeteilt. Also hier steht jetzt V60 drin und wir speichern diesen Namen jetzt in diese Variablen, die wir angelegt haben. Das können wir uns hier eigentlich sparen. Ich wollte das nur mal so zur Demonstration zeigen, weil wir wollen ja nicht die V60 steuern, sondern wir wollen ja die Baureihe 80 steuern. Die soll ja jetzt in den Block PW1 fahren. Wir werden also gleich diese Variable dann mit dem richtigen Namen überschreiben. Schauen wir uns den nächsten Befehl an. Hier ist wieder ein Status, also eine Bedingung geprüft. Und wir prüfen jetzt, ob sich die Lok V60 im Block LKS1 befindet, also hier, und die BR80 im Block LKS2. Das ist hier. Diese Bedingung ist folglich natürlich wahr, weil beide Loks ja da drin stehen. Und somit geht es dann hier hinter dem Befehl Send weiter. Ansonsten, wenn das nicht so wäre, dann wissen wir das ja schon, dann endet der Skript hier unten, ohne dass irgendetwas weiteres passiert. Nachdem wir nun wissen, dass die Baureihe 80 also im Lokschuppen 2 steht, also im Block LKS2, können wir also jetzt unsere Variable mit diesem Text auch laden. Diese
Variable benutzen wir dann hier oben in unserer Funktion. Hier sieht man wieder unsere Variable, die also jetzt den Namen der Lok enthält. Wir könnten natürlich auch hier wieder Baureihe 80 hinschreiben, aber wie gesagt, dieser Skript wird noch erweitert und später soll auch die V60 über diesen Skript gesteuert werden. Und dann haben wir das, müssen wir das nicht wieder doppelt programmieren, sondern wir können also diese Variable dann hier unten immer vorbesetzen und dann kann der Skript immer für beide benutzt werden. Also diese Funktion dann für beide Loks benutzt werden. Als nächstes rufen wir jetzt drei Funktionen unserer Lok auf. Schauen wir uns die Funktionen mal dazu an. Als erstes schalten wir die Funktion 2 ein. Das ist diese hier, also den Sound der Lok. Als nächstes schalten wir dann die Funktion F7 ein. Das ist also hier der Rangierpfiff. Und hier haben wir auch wieder einen Zeitgeber angelegt. Das heißt also, der Rangierpfiff läuft eine Sekunde und schaltet sich dann automatisch wieder ab. Und dann haben wir noch die Funktion 5, die wir einschalten. Das sind also die Bremsen. Ja, das ist das Bremsenquietschen der Lok, wenn sie also anhält. So, und dann als nächstes rufen wir jetzt die Funktion 1 auf. Und da geht es jetzt eigentlich richtig los. Ich schalte jetzt nochmal um auf den Gleisplan. Ja, und der erste Befehl ist wieder ein Trace-Befehl. Das kennen wir schon. Hier wird also der Text ausgegeben, wo da drin steht Baureihe 80. Das ist ja der Inhalt unserer Variable. BR80 von LKS2 in Richtung PW1. Damit wissen wir, dass diese Funktion auch angesprungen wird und können dann weitermachen. Wir öffnen das Tor des Lokschuppens. Und zwar, da ist ein Servo, den wir ansteuern können. Und in RockRail heißen alle diese Objekte, ob das nun Weichen sind oder auch dieses Tor ist als Weiche angelegt. Das sind alles Switch-Objekte und die werden wieder mit SW abgekürzt. Also wir werden das Switch-Objekt mit der Kennung, also mit der ID Z04, so heißt das Ganze, in RockRail, so habe ich das genannt, und zwar mit dem Command Turnout, das heißt also, das Garagentor öffnet sich. Als nächstes, der nächste Befehl hier, da warten wir 3 Sekunden. Als nächsten Befehl sprechen wir einen Rückmelder an. Dieses Objekt wird in RockRail mit FB abgekürzt. Und zwar sprechen wir hier den Rückmelder R02 an und schalten ihn off, also aus. Das ist dieser Rückmelder, das ist der R02, der hier noch leuchtet, der wird erstmal abgeschaltet. Mit dem nächsten Befehlen, diesen drei Befehlen hier, da wird jetzt die Weichenstraße gestellt. Und zwar wieder das Objekt Switch für Weiche. Und zwar einmal die Weiche W07, das ist diese hier. Die wird also auf Stride gestellt, also gerade Ausfahrt. Dann die Weiche W27, das ist diese hier, auch auf geradeaus. Und die Weiche 01 auch auf geradeaus. Wir haben also jetzt den Fahrweg gestellt für diese Lok vom Lokschuppen 2 in das Gleis PW1. Mit dem nächsten Befehl sprechen wir wieder einen Rückmelder an, FB. Und zwar den Rückmelder 31 und schalten ihn ein. Das ist dieser hier. Der wird jetzt eingeschaltet. Ich muss den Rückmelder deshalb einschalten, weil diese Lok so weit hinten auf dem Abstellgleis steht und diesen Rückmelder nicht mehr auslöst. Und damit ich nachher keine Geisterzugmeldung bekomme, wenn die Lok rausfährt und dann den Rückmelder einschaltet, schalte ich ihn jetzt schon vorab ein. Erklärung kommt gleich noch dazu. So, der nächste Befehl ist jetzt, dass wir unsere Baureihe 80 in Bewegung setzen. Also hier wieder die Variable eingesetzt, die ja den Namen der Lok enthält. Und zwar mit der mittleren Geschwindigkeit, also V-Mit. Unsere Lok fährt jetzt also hier aus dem Lokschuppen raus und wird gleich diesen Rückmelder überfahren. Aber er ist ja schon eingeschaltet. So, nach einer Zeit von 3 Sekunden erreichen wir eine While-Schleife.
Eine Weichschleife wird so lange durchlaufen, bis die Bedingung, die dahinter steht, wahr ist. Und hier steht einfach, mache so lange nichts, bleibe hier in dieser Schleife, bis der Rückmelder, solange der Rückmelder 31, den ich ja hier eingeschaltet habe, eingeschaltet ist, also true ist. Aber das Ganze maximal für 20 Sekunden, damit also dieser Skript nicht letztendlich den kompletten Programmablauf von RockRel unterbricht. Das Ganze mache ich deshalb, weil ich sicher sein muss, dass die Lok über diesen Rückmelder R31 gefahren ist und er wieder abgeschaltet wird. Das heißt also, wenn die Lok den Rückmelder verlässt, also diesen Bereich, diesen Kontaktmelderbereich verlässt, dann wird er wieder ausgeschaltet und dann, genau in diesem Moment, geht es dann hier weiter. So, und jetzt in diesem nächsten Befehl, da machen wir einen Reset, und zwar die Lok Baureihe 80 wird resettet. Das heißt, sie wird aus diesem Block gelöscht. Und das machen wir tatsächlich erst dann, also wenn dieser Rückmelder auch frei ist, weil sonst würde hier also ein Geisterzug ausgelöst werden. So, der nächste Befehl, der meldet diese Lok jetzt im Block PW1 an. Also Lok BR80, der Command heißt Block und die Block-ID ist PW1. Das heißt, in diesem Moment wird jetzt hier die Baureihe 80 in diesem Block angemeldet, beziehungsweise als wenn sie schon da drin stehen würde. Mit dem nächsten Befehl verringern wir dann die Geschwindigkeit der Lok von der mittleren Geschwindigkeit auf die minimale Geschwindigkeit und lassen die Lok jetzt ganz langsam hier über diese Fahrstraße in den Block PW1 einfahren. So, die Lok fährt also jetzt Richtung PW1 und das nächste ist wieder eine While-Schleife. Das heißt, wir warten jetzt hier so lange, aber maximal halt 20 Sekunden, weil länger braucht die Lok nicht oder länger darf sie nicht bleiben, dann ist sie stehen geblieben, weil sie keinen Kontakt mehr hat oder ähnliches. Also in der Zeit muss sie diesen Rückmelder R01 erreicht haben. Das ist dieser hier. Das heißt, wenn der eingeschaltet wird, dann wissen wir, dass die Lok jetzt an diesem Punkt ist. Und dann setzen wir nochmal eine Zeitschleife ein von 6500 Millisekunden, also 6,5 Sekunden. Und das ist genau, dass die jetzt hier noch weiterfährt, weil hier hinten steht ja irgendwo der Waggon. Und die Zeit habe ich ausgemessen, habe ich ein paar Mal hin und her gefummelt. Und dann waren die 6,5 Sekunden eigentlich gerade so richtig, dass die Lok bis an den Waggon ranfährt und na, noch 1-2 Zentimeter weiter, dass er angekuppelt wird. Und dann wird die Lok gestoppt. Und das ist der nächste Befehl, dieser hier. Da setzen wir die Geschwindigkeit auf 0, das heißt, die Lok wird gestoppt. Davor der Befehl, kennen wir schon, ist ein Trace-Befehl, nur damit man weiß, wenn man das noch verfolgt im Trace, wie weit der Ablauf ist. So, der nächste Befehl geht auch wieder an die Lok, und zwar ein Befehl Swap. Und das ist, wir kehren jetzt hier die Fahrtrichtung um. Das heißt, die Lok ist ja hier reingefahren und hat ja noch diese Fahrtrichtung, und die schalten wir jetzt um, weil die Lok ja dann mit dem Fahrplan, den wir erstellt haben, in diese Richtung ausfahren soll, und zwar dann hier Richtung Block B10. So, und dann kommt noch ein Befehl, den kennen wir auch. Da wird also jetzt dieser Lok, Baureihe 80, über diesen Command Asian Train, der Zug 01 zugewiesen. Und der Zug 01 ist praktisch unser Waggon, der da in dem Gleis steht. So, und der letzte Befehl dieser Funktion ist eine Zeit von 15 Sekunden, die wir warten. Und dann verlassen wir diese Funktion und wir kommen dann hier an. Und da kommt gleich der nächste Befehl für die Funktion 2. Das heißt, wir springen dann von hier in die Funktion 2. Hier haben wir jetzt eine Switch-Anweisung. Das ist auch notwendig, weil dieser Skript ja später noch erweitert wird und es soll ja auch noch die V60 über dieses Skript gesteuert werden. Das heißt, wir leiten das Ganze ein mit einem Switch-Befehl. Und zwar schauen wir hier nach, welcher Name in unserer Variablen steht. Und wenn das die Baureihe 80 ist, also Case
Value BR80, also wenn hier BR80 drin steht, dann macht er das hier. So, und hier geben wir wieder aus einen Text in unserem Trace, damit wir wissen, wo wir sind, falls wir Fehler suchen müssen oder nicht genau wissen, ob das Skript richtig funktioniert. So, dann kommt hier wieder ein Funktionsaufruf, und zwar der Funktionsaufruf 5. Und damit schalten wir das Bremsenquietschen wieder ab. Also wie gesagt, diese Funktionsaufrufe müsst ihr nicht mit reinnehmen. Wenn eure Lok vielleicht auch gar keinen Sound hat, dann entfallen die sowieso. Aber wichtig ist wieder der nächste Befehl. Und zwar wird dann die Lok mit dem Kommando useSchedule, also sie soll einen Fahrplan benutzen. Und zwar den Fahrplan FB02, das ist den wir eingegeben hatten, der die Lok dann jetzt von PW1 zum Schattenbahnhof Gleis SBA6 fahren lässt. So, und dann als letztes wird die Lok dann noch in Bewegung gesetzt mit dem Command Go. Ja, und das Ganze jetzt vom Ankuppeln des Waggons, was in der Funktion 1 hier oben noch gemacht wurde, bis sie jetzt hier abfährt, da sind halt diese Zeit eingegeben worden von 15 Sekunden, die sie also hier noch steht, bevor sie dann also den Fahrplan nutzt und dann abfährt. Hier kann man die Zeit auch ändern, dass man sie etwas länger stehen lässt oder auch kürzer. Ja, und so eine Switch-Anweisung, die hat also auch noch ein Default. Das heißt also, wenn die Bedingung hier oben nicht erfüllt ist und andere Case-Bedingungen, die wir später hier drunter noch programmieren werden, die alle nicht zutreffen, dann wird letztendlich dieses Default angesprungen und hier geben wir einfach nur einen Text ein, dass also unsere Variable ID-Log nicht die richtigen Namen enthalten hatte, also is not valid. Und dass das Ganze hier aus der Funktion 2 kommt. Und das geben wir dann im Trace aus. Ja, und hier endet dann die Switch-Anweisung, damit dann auch die Funktion. Und somit kommen wir dann hier wieder an, also wo der Aufruf war. Und damit ist unser Skript beendet. Ja, das war also jetzt der ganze Skript. Eine ganze Menge neuer Funktionen, aber auch alte, die wir schon mal gesehen haben und durchgegangen sind. Der ganze Skript ist jetzt ein bisschen aufwendig hier gestaltet, ist aber auch deshalb nur so gemacht worden, weil wir mit diesem Skript dann halt zwei Loks steuern wollen. Und dann macht das Ganze wieder Sinn. Das werden wir dann auch im Verlaufe der Serie noch mehr erkennen können, wenn die zweite Lok dazukommt. Erst dann machen diese Variable hier oben erst richtig Sinn. Bei einer Lok hätte man das auch alles ohne Funktion schreiben können und alles hintereinander weg, die Abläufe. Und dann hätte es auch funktioniert. Ja, nochmal ein paar Sachen, die ein bisschen tricky waren hier, zum Beispiel hier mit diesem Rückmelder R31, das wäre ja der hier, den ich also hier eingeschaltet habe. Das muss man natürlich nicht machen, wenn bei euch die Lok auf dem Kontaktgleis steht und der natürlich schon noch eingeschaltet ist. Wichtig ist nur, dass wir in dieser While-Schleife so lange warten, solange der eingeschaltet ist, dieser Rückmelder. Und erst dann die Lok aus diesem Block entfernen mit dem Command Reset. Wenn wir das vorher machen und der ist noch belegt und wir nehmen hier die Logbelegung raus, dann bekommen wir hier sofort eine Geistermeldung. Ja, und dann nochmal zu dieser While-Schleife hier mit dem Rückmelder FBR01. Den nehmen wir in dem Falle eigentlich nur als Triggerpunkt. Das heißt also, wenn wir wissen, dass die Lok jetzt hier eingefahren ist, dann wissen wir noch, wie lange sie ungefähr fahren muss. Das kann man dann mal ausprobieren, um dass sie noch bis zu dem Waggon kommt. Und das wird also hier dann eigentlich nur gemacht, indem man also nochmal die Zeit wartet, hier 6,5 Sekunden, wo die Lok natürlich weiterfährt und dann bis zu dem Waggon vorfährt. Also diese Zeit muss man dann einfach ermitteln. Das kommt immer drauf an, wie lang die Strecke von diesem Rückmelder, also wo dieses Kontaktgleis angefahren wird, dann noch bis zu dem Waggon ist, wo er steht. Ja, und der Befehl ASCII Train, der ist ja einfach nur dafür da, dass wenn diese Lok hier, kommt ja alleine aus dem Lokschuppen raus und wenn sie dann also im Gleis PW1 den Waggon erreicht hat und angekuppelt hat, dann erscheint ja dann hier oben auch der Waggon an der Lok. Also dann sieht man auch optisch, dass die Lok wieder mit diesem Zug 01, der ja nur aus einem Waggon besteht, eben angekuppelt hat. Ja. Und das Ganze sieht dann so aus, dass der Waggon also an der Lok hängt.
Damit sind wir am Ende des dritten Teils angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zusehen und sage Tschüss.